Hi Ladies! Ihr habt mich gefragt, ob ich auch ein paar Outfit-Tipps habe für die Ladies unter euch, die etwas zu viel auf den Rippen haben. Und ich trete heute den Beweis an, dass auch Damen, die etwas mollig sind, sehr, sehr hübsch in Abendklamotten aussehen können. Und da habe ich euch hier ein Outfit zusammengestellt, was wirklich wunderbar ist. Aber bevor ich da näher drauf eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, alle Tipps, alle Tricks und die Links dazu und meine Überraschung, was ich noch habe, dann klickt hier einfach drauf oder schaut unterhalb vom Video, da findet ihr auch nochmal alles im Detail und verpasst somit nichts. Jetzt Ladies, haltet euch fest, denn auch für die, die etwas zu viel auf den Rippen haben, habe ich jetzt ein Outfit, was jede Frau wunderschön macht und wenn man es richtig gut kombiniert, locker 7 Kilo weg reduziert. Und da habe ich hier ein Kleid ausgewählt, was mit einem sehr schönen Chiffonstoff verarbeitet ist. Aber das ist jetzt nicht das Besondere, sondern das Besondere ist, dass bei diesem Kleid extra Wert drauf gelegt worden ist, dass man halt wie so ein Zauberkünstler die Leute so geschickt ablenkt, dass man quasi seine Problemzündchen ja verschwinden lässt und nur noch das hervorhebt, was wirklich wunderschön ist. Und ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, weil so gehe ich auch jede Beratung ein, dass wenn man sagt, okay, ich habe nicht so schöne Arme und sonstiges, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist wie ein Zauberkünstler. Ihr müsst quasi nur die Leute so ablenken oder dahin lenken mit ihren Blicken und Co., wo ihr sie hinhaben wollt. Wenn ich jetzt hier oben winke, guckt ihr her und nicht mehr auf mein Gesicht. Merkt ihr, was ich meine? Und genauso gehen wir hier bei diesem Kleid vor. Und wie ihr seht, fange ich mal relativ oben an, denn mollige Frauen haben leider meistens noch etwas größere Arme und da ist dieses Kleid so geschneidert, dass ein paar kurze Ärmelchen dran sind mit einem transparenten Stoff und somit auch schon wieder die Arme schlank wirken. Und ja, das Kleid ist schwarz, allein das wirkt schon sehr, sehr viel dazu, dass natürlich wir die 7 Kilo leichter erreichen, aber dadurch, dass es auch ein bisschen transparent ist, lässt es den Arm noch durchschimmern, aber auch ein bisschen so erahnen. Und das macht das Ganze nochmal am Arm ein bisschen schlanker. Und der Ausschnitt hier oben ist extra so gewählt, dass er, sage ich mal, ein bisschen maskuliner ist, weil eine Frau, die ein bisschen mehr auf den Rippen hat, ist auch maskuliner und das darf man auch zeigen. Und zusätzlich ist im Brustbereich, was bei vielen Frauen, die etwas mehr drauf haben, auch wirklich schön meistens anzuschauen ist, weil da einfach mehr da ist, das ganze Oberteil, der Brustbereich mit Perlen besetzt und wirklich schön filigran verarbeitet, dass man wirklich am liebsten als Mann wahrscheinlich nicht seine Augen davon lassen will. Und mit dem ganzen Oberteil lenkt man schon damit ab, dass man, sag ich mal, nicht mehr so auf den Bauch schaut oder auf die Beine. Und apropos Beine, das Kleid ist 3/4 lang geschnitten, also nicht ganz lang, aber auch nicht knielang, sondern genau so ein Zwischenstück, damit man da auch wieder sehr viel retuschieren kann. Und der Unterrock ist blickdicht, aber der Chiffonstoff, der drüber fällt, ist leicht transparent und dadurch, dass das zwei verschiedene Stoffarten sind, wirkt es dann im Endeffekt so, dass es dann ja schlanker aussieht, weil es verspielt ist, filigran sozusagen. Und auch dadurch im Bauchbereich viel, viel weg man zaubern kann. Und wenn ich euch das wirklich genau mal anschaut, gerade von vorne, seht ihr, was ich damit meine. Und wenn man das Kleid von hinten anschaut, ist noch eine schöne Schleife, die ihr nochmal zusätzlich davon ablenken soll, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht einen etwas zu großen Pups oder so. Das lenkt auch da ab und ja, lenkt die Blicke genau dahin, wo ihr sie haben wollt. Und somit ist dieses Kleid perfekt für euch geeignet, wenn ihr doch etwas zu viel auf den Rippen habt sozusagen. Aber allein das Kleid ist nicht das Highlight, sondern das Highlight ist, wenn das Komplett-Outfit stimmt. Und da will ich euch jetzt hier noch ein paar Tipps geben, damit das Kleid an euch perfekt wirkt und insgesamt, wenn ihr mit diesem Abendkleid, mit so einem Outfit weggebt, wirklich eine unvergessliche Nacht verlebt, weil Abendkleider sind nicht für den Alltag gemacht, sondern wirklich für einen Abend, wo man wirklich mal richtig schick weggehen will und das sollt ihr am nächsten Morgen auch spüren. Und spüren solltet ihr auf keinen Fall in den Füßen, deswegen empfehle ich euch zu diesem Kleid diese Pumps hier, die sind
relativ bequem. Sag mal so, es gibt bequemere, aber ich habe wirklich gerade zu diesem Kleid keine gefunden, die ja sehr, sehr, sehr bequem sind. Aber ich kann euch versprechen, diese Schuhe sind nicht so hoch, dass ihr quasi sie nur als Sitzschuhe benutzen könnt, sondern ihr könnt euch wunderbar damit bewegen. Aber ich habe mit ganz spezieller Absicht diesen Pump gewählt, weil er aus zwei verschiedenen Lederarten hergestellt ist. Einmal aus Velour und Lackleder und somit das Kleid im Schuh selber widerspiegelt und das eine Einheit bildet. Und dadurch, dass er nicht so hoch ist, aber das Kleid dreiviertel lang, ist es optisch so dargestellt, dass ihr längere Beine bekommt, obwohl gar nicht so viel Bein rausguckt. Deswegen schaut euch den Schuh einfach mal näher an, klickt einfach hier drauf und ihr werdet dann sehen, was ich meine. Und der Schuh zu so einem Kleid, perfekt, verspreche ich euch. Und diesen Style möchte ich gerne weiter durchziehen, sprich mit den zwei verschiedenen Stoffarten oder Lederarten. Und dann möchte ich euch hier eine Gretchenhandtasche empfehlen zu diesem Kleid mit, wie soll ich mich ausdrücken, auch wieder zwei verschiedene Lederarten. Und es ist eigentlich, ich muss mir nochmal anders ausdrücken, es ist eine Gretchenhandtasche. Wer das nicht kennt, das ist eine relativ kleine Handtasche, aber es passt ja wirklich alles rein, was man braucht. Und die Gretchenhandtasche ist so gemacht, dass ihr sie ums Handgelenk tragen könnt. Und da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein, aber die Handtasche ist in zwei verschiedenen Lederarten, einmal glatt und immer matt hergestellt und somit spiegelt das Kleid wieder, die Schuhe wieder und das Komplettoutfit ist wirklich sozusagen abgerundet. Und jetzt nochmal zur Gretchenhandtasche zwecks Handgelenk. Da sind wir nämlich wieder beim Zauberkünstler, dass wenn ihr die am Handgelenk tragt, dann baumelt sie ja quasi herum. Ihr könnt sie natürlich auch in die Hand nehmen, aber automatisch, wenn sie rumbaumelt, guckt keiner sofort, wenn er euch begegnet, auf den Bauch oder auf den Arsch, dass er zu groß ist oder irgendwas, sondern die Handtasche ist euer Magnet, dass die Augen auf die Handtasche fallen und automatisch denkt man, oh, schöne Handtasche. Und dann fängt man erst an, das Kleid anzuschauen und Co. und nicht erst diese Vorurteile, die manchmal vielleicht irgendwo dann auftauchen. Ihr versteht, was ich meine? Ihr sollt zum Zauberkünstler oder Prinz, oder wie heißt ein Zauberkünstler auf Frau? Ja, fällt mir gerade nicht ein. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Okay, was fehlt hier noch, um das i-Pünktchen aufzusetzen? Natürlich der richtige Schmuck. Und da habe ich euch hier eine Perlenkette herausgesucht, die natürlich die Perlenaufsätze auf dem Kleid widerspiegeln. Die Perlen selber sind keine reinen weißen Perlen, was ich euch nicht empfehlen würde, sondern die sind so marmoriert, würde ich so sagen. Und die Kette, oder zwischen den Perlen, die Kette selber ist aus Echtsilber. Und das gibt dann eine Symbiose zum Kleid, was perfekt passt. Vielleicht jeder Hinweis. Viele Frauen neigen dazu, sehr, sehr großen Schmuck aufzutragen. Würde ich bei diesem Kleid nicht machen. Ich würde schon relativ, wie in diesem Fall, so kleine Perlen nehmen. Das sieht einfach viel edler, eleganter aus und auch für eine Mime. Und das ist ja auch das, was wir erreichen wollen. Nicht, dass wir dann noch mehr auftragen und damit lenkt ihr nicht die Blicke, sondern es soll eher das Kleid unterstreichen und eure besondere Art. Ja, ich denke, hiermit kann ich wirklich jede Frau, die etwas zu viel auf den Rippen hat, glücklich machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare unterhalb vom Video. Und genau da könnt ihr auch genau reinschreiben, was ihr sucht. Denn genauso wie ich dieses Outfit zusammengestellt habe für euch, ist ja auch quasi entstanden durch euch, weil ihr mich gefragt habt, ob ich euch das zusammenstellen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr irgendwo hingeht, eine Veranstaltung habt und ein Outfit braucht, dann schreibt mir in die Kommentare so detailliert wie möglich, ja, wie groß ihr seid, welche Haarfarbe, was für einen Anlass und so weiter und so fort, damit ich genau weiß, okay, das bist du und das ist dein Outfit. Und wenn du so ein Outfit nicht verpassen willst, dann abonniere einfach hier oben meinen Kanal und verpasse in Zukunft kein so ein Video hier, kein so ein Outfit und die dazugehörigen Deals natürlich. Ich hoffe, das Outfit, wie gesagt, gefällt euch und wünsche euch damit viel, viel Spaß.